Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir uns hier einladen lassen von diesen offensichtlich bösen Typen. Und ja, wir wollten uns ein Angebot machen, das wir ablehnen können. Und ja, daraufhin sind wieder diese Assassinengruppe aufgetaucht, die sich um den gekümmert haben. Und jetzt folgen wir denen, weil der Typ hat jetzt hier seine Wachen auf uns gesetzt. So, ich habe mal die Titel hier geändert. Ich habe jetzt bei jedem einen neuen Titel hier genommen. Ich keine Ahnung ab, ob sich das irgendwie levelt oder nicht. Ich glaube nicht. Mein Gott, bewaffnete Wachen. Alicia ist immer noch schockiert. Wir haben doch angefangen, mein Gott. Nein! Ich ignoriere euch mal absichtlich. Was? Stern ist einfach verschwunden. Ja, ich guck mal, ob hier jetzt irgendwelche Sachen sind. Anscheinend nicht. Das macht ja nicht einer Flug, der sich nicht traut, hier irgendwie gegen Gegner zu kämpfen. Da kann man jemand Licht machen, ich sehe nichts. Scheint aber nirgendwo was zu sein. Wir haben eine schön spanische Musik im Hintergrund. Hört sich jedenfalls so an. Hier. Oh, schon nirgendwo ist Fahrt, ehrlich. Was haben die Räume überhaupt hier eingebaut? Okay, wo seid ihr? Frag mich, wer die Typen sind. Okay, Rosmarin. Noch mehr? Mehr ist ja nicht, oder? Ich sehe fast gar nichts. Mein Fernseher ist alles zu dunkel. Okay. Boah, ich sehe gar nichts. Okay. Kommen wir jetzt in dieser Kanalisation raus? Ein Finsterteil wieder. Und was ist das? Gegner. Okay, kaufen. Ja, kaufen. Ach, der tut sogar einen Rang übernehmen vom letzten Mal. Ja, anprobieren. Wer bräuchte mir? Du könntest einen besseren Stab brauchen, aber du verkaufst keinen. Ich habe schon ein besseres Schwert. Nein. Kauf mal. Angriff, Verteidigung, Fokus. Ja, du kriegst das hier. Du bekommst nicht so gute Sachen. Du verlierst einen Effekt.
Ringe, nix. Stiefel. Hallo. Welchen Effekt will ich denn dann bekommen? Eiweiß plus 20. Keine Ahnung. Mal verlieren ihren Dings. Verdammt! Das haben die halt nicht ausgerüstet. Wie viele haben wir? Machen wir mal 5. Ich habe immer noch nicht vor, Waffen zu verschmelzen. Nein. Ja, wenn ich jetzt wüsste. Haben die jetzt ausgerüstet oder nicht? Ich weiß es nicht. Nehmen wir das und noch irgendwas hatte ich doch. Attangriff plus 1 beim Levelaufstieg. Ja, habe ich mir gedacht. Ja. Warte mal, sie hatte doch irgendwas Neues. Jetzt kam ich voll durcheinander, weil ich nicht ausgerüstet habe direkt. Ja. Glaube ich. Nehmen wir das einfach. Das habe ich nicht richtig, aber was soll's. Klebriges Zeug, wat? Ja. Machen wir mal das hier. Es war nur so ein oder zwei Dinge hat, ist auch langsam so gut. Ah. Ist wieder ein bisschen blöd. Okay. Tank des Lebens, yay. Als unterirdisches Verlies. Das Verlies. So, wenn noch jemand lebt oder was? Malisha, geh mal bitte ein bisschen aus dem Weg, danke. So, wir müssen da lang, gehen wir da lang. Du denn? Was? Schweinekopf? Was zum? Schwäche. Alter. Ey. Das ist auch krank hier. Wäre die Wasseramortisierung nicht schlecht. Okay. Sehenkette, Vorteil einer hohen SK, Verringerung des erlittenen Schaden, Vervielfachung des Effektpotenzials, steigende SK-Wiederherstellungsrate. Überlege gut, wann du auf den Schlachtfeld ruhig sein sollst. Zum Beispiel, wenn du ein Combo abgeschlagen hast und einen Gefährten den angefreut hast. Ja. Jetzt kam jetzt noch nicht so ein riesiger, nicht. Keine Ahnung. So, du siehst aus wie eine Medusa. Lamia, genau, nicht Medusa. Es ging nix. Ah,
Mein Gott, halt nicht viel aus. Bin ich froh, wenn ich mit der Abwehrladung fertig bin. Oh, sehr gut. Ah, bin bald wieder kurz vor dem Level Up. Okay. 1111. Ich verstehe nicht. Ah, na gut. Upsala. Wir müssen ja alle ihre Titel auf Level 2 bringen. Wenn die ein Level Up bekommen. Okay. Org. Ernsthaft? Er hat irgendwie nicht weniger Schaden bekommen. Schaden bekommen, obwohl ich den von hinten angegriffen habe. Komm mal her. Oh nein. Okay, gut. Das war knapp. Himmlenschleife. Konnte ich auch schon kaufen, aber die war nicht gut. Wir gucken, wie es hier aussieht. Nicht gut. Ja. Und sind hier Kräuter? Mein Fernseher ist echt nicht für so dunkle Gebiete geschaffen. Ich erkenne fast gar nichts. Monolith in ein Gefängnis. Kraftpunkte im Normalzustand werden die wiederhergestellt. Effekt bestimmter Fertigkeiten gespeicherter hellblauer Teil der KP-Anzeige. Aber warte mal. Wenn die Wiederherstellungseffekte bestimmter Fertigkeiten im Moment der Amortisierung mit dieser Fort sofort in KP umgewandelt. Ah, okay. Das ist also dieser blaue Balken. Was hat denn hier so geknurrt, bitte? Lamias! Erstmal die Karte aufrufen. Wow, zieht das wenig ab. Ich kenne einen Zeller ein, geht nicht, verdammt. Aufstieg, neues Atel lernt. Okay, dann liegt das doch daran. Können 2, 2, 2. Ich habe ein bisschen doof gemacht. So, neuer Arzt. Ah, Schwertleuchten. Einsetzen, ja. So. Was nichts Neues. Aufspießender Speer, ein Stoßangriff, der volle Potenzial der Reichweite der Lanze nutzt und für einen weit entfernten Wirkung zeigen kann. Höheres verborgenes Arzt von Dämonenzahn. Okay. Du hast nichts gelernt, was? Auch nicht. Steht doch, neue Arzt erlernt. So. Sagst du denn das Ganze hier, Alisha? Mann, wie groß. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unter dem Palast ein weitläufiges Labyrinth liegt. Ich frage mich, wohin es führt. Ja, ich auch. Sag bitte nicht das Wort Labyrinth in meine Anwesenheit. Wie viele? Ein Apfelgummi. Dann gib mal. Super. Wir haben kein KP dazu bekommen. So, wegwerfen. Wenn ich es nicht haben kann, soll es niemand bekommen. Wuff. Mann. Doch, ein bisschen hat es gemacht.
Ah, komm mal weg. Elfenkrone. Das ist für Mikleo, okay. Irgendwann, was da oben noch so ein Dingen gibt. Hier, das hier. Machen wir das hier und das hier. Verdammt! Lass mal erstmal. Auch wenn er wahrscheinlich besser ist. Oh ja, wupp. Uff, als wäre ich dann irgendwie gewesen, so sah es aus. Ja. Da oben ist mal hin, dann gehen wir da lang. Wir brauchen unbedingt mehr A-Arts. Ich weiß, die heißen nicht so, aber bin ich in Graces F gewöhnt. Wuff. 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 Sehr viel Schwierigkeiten habe ich bis jetzt aber noch nicht mit dem Spiel. Wo ich das Spiel hier auf den höchsten Schwierigkeitsgrad habe. Schwer. Warte mal, normal. Ein Angriffseingabezeit. Ja, ist ja egal. Nichts. Da habe ich ihn jetzt schon Dings eingesetzt. 753 Mal. Bei mir jeden Part ungefähr 100 Mal. In letzter Zeit. Läuft. Und Schweinekopf ist da hinten. Ja, gut. Oh, ich glaube, Dingens. Alles klar. Ich habe gerade rausgekommen, wenn man zwei Kreisangriffe einsetzt und dann X, dann kommt der dritte X-Angriff und nicht der erste. Das ist auch sehr schön. Was bist du denn? Hey, die Musik kenne ich. Ich Hitner. Hilfe! So, glaube ich, trinke das Lebensgut, weil leider wird hier gleich draufgehen, habe ich das Gefühl. Ja.
Dann soll vielleicht den hier einsetzen. Okay, die Musik ist aber geil. Geiler Remix. Weg von dem. Wollte ich eigentlich nicht, also. Wohl eigentlich doch. Aber ja. Ich hab keine SK, also. Er hat schon wieder Layla hier kaputt gemacht. Ich krieg die Krise. Hey! Wie unfair ist das denn? Weißt du, die kommt direkt wieder zum Leben und der haut die auch direkt drauf. Ja, klappt irgendwie so nicht. Autsch! Alter! Was ist denn hier auf einmal los? Gibt's doch einfach nicht. Ja. Was sind das schon wieder für ein Levelsprung, hallo? Ja, Spinne. Weil es hat schon wieder für einen Levelsprung hier. Mal ganz ehrlich. Oh, leider, komm mal her. Oh, was zum... Alter! Aha. Verdammt, ich habe keine Dings angefangen. Aber ich kriege mal jetzt aber. War mal ein riesiger Levelsprung hier. Meine Güte. 5 HP, wollte schon sagen. Boah, was für ein Levelsprung war denn das schon wieder? ああ。言われてみればそこはかとなく懐かしい。同じ時代にあったこれだけの水路、別々に運用するはずがないよ。政権の遺跡まで行けば外に出られるな。エディレイクは巨大な地下遺跡の上に建てられた町だったんだな。 嬉しそうに笑うんだな。こんな時でも変。どんな時でも俺は俺だし。なるほど。その通りだね。甘やかすなよ、アリーさ。スレイは自覚すべきなんだ。自分が変だって。そんな変人に付き合う人もかなり変だと思いますけど。鏡見たら。<笑> Das war ein schönes Mädchen. Warte nur an. Ja, da war ein Boss. Leck mich. Noch eine normalen Kugel.
Ein bisschen hat sich das erhöht, stimmt. Hör, Fokus. Super. Wird langsam echt schwierig. Soll man eher auf Werte oder auf Fähigkeiten gehen? Das ist schwierig. Was ist los, Alicia? Nein, nichts. Ich habe nur überlegt, dass du es immer schaffst, dir treu zu bleiben. Ich schätze, ich könnte einiges von dir lernen. Ja, den betäubt, geil. Ja, Steuer, Alicia. Aber Alter, war jetzt nicht nett. Der Viech konnte uns mit einem Schlag erledigen. Jetzt nicht so nett. Und leider war schon beinahe wieder draufgegangen. So, ach, die kann ich gar nicht öffnen. Irgendwo ein Speicherpunkt in der Nähe. Mir gefällt es irgendwie nicht, dass die ganzen Parts so lange sind. Oh, verdammt, Leier. War sehr gut mit Cleo. Wir haben noch keinen offiziellen Heiler, habe ich das Gefühl, oder? Wir haben zwar alle einen Heilzauber, aber... Steht da? Massenheilung wäre doch nicht schlecht. So, ich möchte gerne raus und speichern. Danke. Und zwar die Sing, als hätte sich was bewegt. Ja. Es geht immer noch weiter. Hey, wir sind hier. Level 10, okay. Oh, ich beeile mich mal ein bisschen mehr. Kampfstiefel halten, sehr schön. Ich möchte speichern. Da ist ein Speicherpunkt, gut. Dann raus hier. Nein, geh weg. Bin zwar kurz vorm Level Up, aber egal. Okay, jetzt bitte keine Cutscene, das wäre nett. Danke! Dann würde ich sagen, ich bin Dippert hier und wir sehen uns in der nächsten Folge auf Let's Play Tales of Systeria. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.